Der Markt ist groß. Man muss wenn wir über Polen sprechen, dann sprechen wir über ein Land, das über 38 Millionen Einwohner hat. Welche Bedeutung hat denn die Real Vienna für den polnischen Immobilienmarkt? Die Real Vienna ist eine sehr wichtige Messe. Wir als polnische Vertretung der Botschaft sind hier präsent und natürlich auch nicht nur allein, aber auch mit polnischen Firmen, mit polnischen Marschallämtern, mit polnischen Gemeinden, Städten. Versuchen natürlich uns vorzustellen und zeigen, dass auch ein polnischer Markt zur Verfügung steht, besonders natürlich für die österreichischen Unternehmen, mit denen wir schon aber auch Kontakte haben. Es sind prächtige Firmen aus Österreich, wie zum Beispiel die Firma Alpine oder die Firma Por, die Firma Varimpex, nur drei zum Beispiel genannt, die tätig in Polen sind und natürlich mit denen wir ständig Kontakt aufbauen und auch über neue Projekte auf der Messe sprechen. Welche Besonderheiten zeichnen nun den polnischen Immobilienmarkt aus? Naja, der Markt ist groß. Man muss, wenn wir über Polen sprechen, dann sprechen wir über ein Land, das über 38 Millionen Einwohner hat. Es ist ein Markt mit großem Potenzial und insofern sind wir auch bestrebt, Investitionen zu tätigen, die natürlich uns dem Europa näher bringen. Es ist natürlich auch so, dass wir im Jahr 2012 Europameisterschaften im Fußball haben. Insofern versuchen wir auch in den Städten, wo diese Meisterschaft finden, vieles vorzubereiten. Auch natürlich in Bezug auf diese Europameisterschaften Fußball, aber Objekte, die damit verbunden sind, also auch Hotels, auch kulturelle Themen zu erweitern, die natürlich hier auch besprochen werden können. Und solche Themen wie auch zum Beispiel Zufahrtsstraßen oder Verkehrsverbindung, das alles ist natürlich auch zu besprechen und Möglichkeiten zu suchen, zusammen zu arbeiten. Wo gibt es denn jetzt Unterschiede und wo Gemeinsamkeiten zum österreichischen Immobilienmarkt? Natürlich, beide Märkte sind interessant. Man muss sagen, es gibt keine großen Unterschiede, denn natürlich wichtig ist derjenige, diese Firma, die den besten Angebot bietet. Aber von der Größe her ist natürlich der polnische Markt sehr groß. Wir haben auch jetzt sehr viele Projekte gestartet, darunter natürlich auch diese Projekte, die durch die europäischen Fonds unterstützt werden. Also insofern natürlich ein Markt, das sich schnell und rasch entwickelt. Wenn Sie zum Beispiel die Hauptstadt Warschau vergleichen vor einigen Jahren und heute, so ist das ein riesiger Bauplatz und es verändert sich sehr viel. Aber nicht nur in Warschau, auch in anderen Städten sieht man viele, viele Bauten, viele Projekte. Also vor allem in diesem Bereich sehen wir wirklich positives Wachstum.